Moin, ich zeige euch heute ein schnelles Gericht für jeden Tag. Cremigen Gnocchi-Auflauf. Los geht's. Ich schäle zuerst eine Zwiebel und schneide sie anschließend fein. Danach kommt der Knoblauch dran. Davon schneide ich die beiden Enden ab und drücke die Zehe mit dem Messer platt. So lässt sich die Schale ganz einfach entfernen. Nun hacke ich ihn einfach etwas fein und gebe ihn mit zu den Zwiebeln. Den Brokkoli habe ich gewaschen und schneide nun die Röschen vom Strunk. Ich liebe Brokkoli in Kombination mit cremiger Soße, aber ihr könnt natürlich auch einfach euer Lieblingsgemüse verwenden. Damit die Röschen auch mundgerecht sind, halbiere oder viertel ich sie nochmal. Und wusstet ihr schon, dass ihr den Strunk auch nutzen könnt? Ich schäle ihn, schneide ihn in kleine Teile und gebe ihn zu den Röschen. Nun geht's schon an den Herd. Ich gebe etwas Öl in die hohe Pfanne und brate die Zwiebel und den Knoblauch darin an. Sind die Zwiebeln glasig, kommt auch schon der Brokkoli dazu. Der wird nun auch etwas mit angebraten. Ich salze ihn zwischendurch schon mal und gebe nun nach etwa 5 Minuten das Wasser dazu. So wird der Brokkoli etwas dampfgegart und schon mal weicher. Wer einen Deckel hat, der kann den gerne nutzen. Ich habe leider keinen, aber es funktioniert auch so, wenn man den Brokkoli öfter mal umrührt. In der Zwischenzeit gebe ich die Gnocchis in eine Auflaufform und sobald die Flüssigkeit verdampft ist, kommt auch der Brokkoli darüber. Jetzt kann ich den Ofen auch schon auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Fehlt nur noch unsere Soße. Hierfür mache ich eine einfache Béchamelsoße. Ich schmelze die Butter im Topf und gebe dann das Mehl dazu. Das wird schön verrührt, ohne dass es am Topfboden ansetzt, also auf mittlerer Temperatur. Nun kommt immer ein Schluck Milch dazu und wird verrührt, bis die Milch wieder kocht. Ich wechsle nun auch zum Schneebesen und rühre alles schön glatt. Das macht man so lange, bis die Milch aufgebraucht ist. Ich würze die Soße nun gut mit Salz, frisch gemahlenem Pfeffer, etwas Thymian und Muskatnuss. Die Soße sollte schön überwürzt schmecken, denn die Gnocchis sind ja zum Beispiel noch gar nicht gewürzt. Ich gieße die Soße drüber und die Menge passt immer perfekt in diese Auflaufform. Nur noch etwas Bergkäse drüber reiben und optional auch noch ein bisschen Parmesan für die Extrawürze. Und schon ist der Auflauf bereit für den Ofen. Der kommt jetzt für etwa 20 Minuten in den Ofen, bis der Käse schön goldenbraun ist. Hat euch das Rezept gefallen? Dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, kommentiert und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video, eure Marie.